Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. In der heutigen Folge versuchen wir zur Landung anzusetzen mit unserem rein monopropellant angetriebenen Raumschiff. Was für uns bedeutet, abdocken und Dildor wird ein Landemanöver Richtung Mond fortsetzen. Er wird dort unten Keyfane sammeln und ein bisschen proben. Sich wieder in Monotraumschiff umwandeln, das restliche Keyfane drin lassen, um zur Umwandlung vorzubereiten, damit wir oben rein theoretisch einen Nachtank bauen können und dann wieder zurückkehren. Dies macht er jetzt nun alles und wir werden auch direkt hier ansetzen, weil da vorne ist eine schöne gerade Fläche. Deswegen Abdock-Sequenz einleiten. Und natürlich hat das falsche Stegetal, das gehört wechseln zu. RCS aktivieren, SRS aktivieren. Langsam runter. Das sollte eigentlich nicht sein, das sollte runterfliegen. So. Sobald wir aus der Schutzweitereiche sind, antiradial drehen und Feuer! Und da ist die Station dahin. Da unten ist noch was. Die Explorer V1 Trümmer liegen da unten. Versuch hier vorne irgendwo zu landen. Schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Schaut es mir eigentlich gut passend aus. Relativ nah auch den Trümmern, die wir dort verloren haben. Die müssten dann eigentlich in der Trümmerkarte liegen, oder? Das kann aktiv bleiben. Ja, das sind hier die V1 Trümmer. Da drüben liegt noch ein V1 Trumm. Ah ne, es fliegt, glaube ich. Das ist ein fliegendes. Hier fliegt nicht mal so viel. Da oben ist ein V1 Trümmer. Loch und hier ist ein Mann Kiefen. Ach, das ist er. Unser Flugantrieb, Explorator, da fliegen viele Teile rum. Das schaut unangenehm aus. Bin ich gespannt, ob wir irgendwann so viele Folgen gemacht haben, dass wir in eins unserer Trümmer aus Versehen reinfliegen. Weil dann haben wir den Kessler-Effekt. Und der Kessler-Effekt wäre uncool. Aber jetzt lang nicht schnacken. Jetzt schauen wir, dass wir da runterkommen. Hier vorspulen. Wir wollen ja immerhin zur Landung ansetzen und dafür muss das Ganze jetzt hier die passende Position haben. Kommen wir jetzt nochmal runter. 500 Meter pro Sekunde haben wir noch drin. Ist jetzt nicht unbedingt so viel wie erhofft teilweise. Also großartige Aktion kann das Teil auch noch nicht ausführen. Dann wäre wahrscheinlich doch ein normaler Antrieb besser. Aber mit Keyfane können wir halt nur Flüssigtreibstoff. Oxidator kriegen wir nicht. Dafür müsste man immer Oxidator nachschicken zum Laden. Das ist Oxidator kann man bestimmt auch irgendwie produzieren. Züchten, genau. Ich tue Oxidator züchten. Was sind Sie? Ich bin ein Oxidator-Züchter. Da nicht mehr vorspulen oder was? 1000 Meter. Ich sehe schon unseren Schatten. Zur Landung tun wir sicher jetzt mal, falls eine Kippung vorkommt, alles vorbereiten. Bremsemodul wurde aktiviert. Füße ausfahren. Der kann auch knallen. Also die normalen RCS-Teile schaffen hier keine Bremsung mehr.
So. Jetzt fahren wir wieder alles aus. Deploy Drill. Das hier kann nachher Active Oxygen Jet Fuel. Was ist denn da gerade Oranges hochgeflogen? Achso, das sollen Effekte sein, oder was? Huch. Kriegen wir jetzt an Kiefin was? Weil, wisst ihr, was jetzt beschissen wäre? Wenn es da keinen Kiefern gibt. Schaut aber so aus, als ob es da keinen geben würde. Oh shit. Oh shit. Aber warum? Karte. Himmelskörper. Mann. Von denen haben wir eh eine tolle Aufzeichnung mittlerweile. Welche Ressource zeigt er denn da? Wasser. Ich bräuchte Keyfane. Haben wir das hier überhaupt drauf? Wahrscheinlich wurde Keyfain deaktiviert. Bedeutet, die ganze Mission war quasi, blöd gesagt, umsonst. Und wir haben jetzt einen Körbel auf Mann festhängt. Ja, vielleicht gar nicht so schlau. Er hält aber ein Jahr durch. Oh, die Energieladung schafft aber... gefährlich aus. Holen wir die mal zurück. Okay, gut zu wissen, dass Keyfane sich absolut nichts bringt, weil sonst hätte ich jetzt so viel Keyfane-Bohrer gebaut, wie es nur irgendwie möglich gewesen wäre. Hier ist ein passendes Ergebnis von Wikipedia. Zehn Kiefern sich absolut nichts bringen, sein und... Hey Google! Okay Google! Bist du dumm? Das würde ich gern genauer wissen. Kannst du mir bitte Feedback geben? Nein! Dafür habe ich aber keine Zeit. Jetzt müsste aber die Energie länger noch halten, oder? Unendlich, sagt er jetzt. Also wir haben Zeit! Oh Mann! Also irgendwann habe ich alles vollstehen, weil ich irgendwas ausprobiert habe und es hat nicht funktioniert. Ja. Wie schaut denn das eigentlich aus? Wie weit ist denn der schon? Wie lange bräuchte die Station jetzt wieder, um zu sagen, sie wäre jetzt über unseren Bohrern? Weil was ich gerne machen würde, wäre vielleicht einen Rover nachher runterschicken, der wirklich unten... nur bohrt und prozessiert und der andere nur ein Tanker ist, der hochschickt. Weil rein theoretisch könnten wir das ganze Teil. Bescheuerte Idee, ich weiß, aber hört sich, ist eine geile, irgendwie doch eine geile Idee. Wir haben hinten noch den riesigen Schubtank. Wir könnten das ganze fucking Teil zu Minwas schicken. Minwas hat ja fast keine Oberflächen, keine Gravitation oder Anziehungskraft. Das heißt, wir brauchen ganz wenig Kraft. Also noch weniger als beim Mann. Ist zwar ein weiterer Weg, um überhaupt mit irgendwas hinzukommen wie Rocket Parts, aber dort Sachen abzubauen ist wahrscheinlich noch sinnvoller am Ende. Und wir kriegen mehr Punkte, bis wir überhaupt mal beim Duna angekommen sind. Aber das würde mich jetzt interessieren. Wie viele Minuten braucht es zum einmal umkreisen? 34 Minuten für ein Drittelteil, also 45 Minuten würde ich circa schätzen, oder 40 Minuten braucht es so, um einmal hier rumzufliegen. In 40 Minuten hat man immer eine Chance zum Starten. Nicht schlecht. Aber, Leute, ich muss jetzt irgendwie wieder was vorbereiten zum Retten.
Ja. Ich wollte doch bloß Punkte sammeln, Grutze fix. Weltraumzentrum. Ich sollte überlegen, Tank noch hochzuschicken oder sowas. Ich hätte halt gern diesen Verteiler, diesen Dreifach. Vierfach. Wo ich dann docken kann. Dann wäre jetzt ja alles okay. Dann kann ich links und rechts mal Tanks nachzocken. Dann dock ich die an und dann starten und landen die Teile wie. Als ob es die Zaubernacht wäre. Was mich interessiert jetzt. Hätten wir mehr Kraft gehabt, wenn wir Dinger verwendet hätten. Echte Antriebe. Bedeutet, wir setzen jetzt mal ein simples Flugzeug zusammen. Wir nehmen den Trunk. Passt schon. Und setzen drunter mal ein paar Antriebe. Ich bin für meine Standard-Lieblingsantriebe. Das hätte 700 ms gerade mal gehabt, oder was? Ne, 2900. Das hätte echt mehr Power. Und ich glaube, das ist sogar noch weniger. Vergleichen wir das mal zu einem... zu dem, was ich gebaut habe. Das war ja... sagen wir mal, der Trunk. Das wäre sogar um ein paar... zwar nicht um viel, aber es wäre weniger gewesen. Bedeutet, wir müssen schauen, dass wir was bauen zum Retten. Was mich interessiert ist, das ist ein Treibstofftank. Was mich jetzt echt interessiert, haben wir mittlerweile so ein Roverteil, was man vorne. Mann, Exkursion, wie viele Leute können denn da rein? Zwei. Auch ein ganz interessantes Teil. Hat sogar Monotreibstoff 30 verbaut. Also nicht auch uncapable von Dingen zu tun. Storage-Modul, da können wir natürlich Sachen wieder reinpacken. Also ich bräuchte wäre irgendwas mal zum... Daten sammeln. Aber warte mal, wo waren das? Das eine Teil, das ich so mega geil fand. Nee, Workshop? Nee. Werkstatt? OS Workshop? Es kam ein Teil, das fand ich mega geil. Habe ich das hier gesehen? Ich weiß es nicht. Scheiße, irgendwo habe ich gesehen, aber ich weiß nicht mehr wo. Wisst ihr was? Ich lasse mir bis zum nächsten Mal einfallen, was für eine Rakete wir verwenden zum Landen. Und wie wir genau das machen, weil ich würde gerne eins der kleinen Testraketen auch losschicken. Irgendwas in der Art. Schauen wir mal, was mir da einfällt. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.